Verändere die Kommunikation mit dir selbst. Es gibt nur eine Sache, die bestimmt, wie du dich fühlst. Und zwar, wie du mit dir selbst kommunizierst. Die meisten haben ein riesengroßes Problem mit dem inneren Kritiker. Kennst du ihn? Die Stimme in dir, in deinem internen Internet. Ja, stell dir deine Gedankenwelt vor wie dein eigenes Internet. Und ständig gibt es da diese Stimme, die dich kritisiert, die dir sagt, wie scheiße der Tag war, dass du zu wenig geschafft hast, dass du dich abfuckst, warum du nicht mehr Gas gibst und so weiter. Und das ist harmlos ausgedrückt, denn die meisten gehen mit sich richtig scheiße um. Daher nenne ich es innere Pädophilie. Harter Begriff, nicht wahr? Aber lass uns doch mal anschauen, ob das nicht so ist. Wir haben das innere Kind in uns. Damit meine ich dich als Kind. Wir alle haben Erfahrungen gemacht, Perspektiven gesehen und Wahrheiten für uns erzeugt. Wir haben zum Beispiel gesehen, wie unser Vater immer hart gearbeitet hat und daraus hat sich eventuell ein Glaubenssatz, eine Überzeugung entwickelt, die wie folgt lautet. Geld muss hart erarbeitet werden. Und jetzt im Erwachsenenalter handeln wir unbewusst nach dieser Überzeugung. Wir glauben, dass es stimmt und werden alles unbewusst dafür tun, kongruent, also in Übereinstimmung mit dieser Wahrheit zu leben. In Fakt machen es sich solche Unternehmer mit solchen Limitierungen viel schwerer, weil Geld eben hart erarbeitet sein muss. Und dann kommt unser Verstand ins Spiel, der innere Kritiker, der sagt, du Flasche, du kriegst nichts geschissen, schau mal, andere sind viel schneller als du, sind viel weiter als du, du pimmelst hier rum, du machst zu wenig, bist du dumm oder was? Auch in diesem Tonfall oder noch schlimmer. Wenn wir uns das bewusst machen, sehen wir, dass wir nicht uns selbst beleidigen, sondern unser inneres Kind. Der innere Kritiker betreibt innere Pädophilie gegenüber deinem inneren Kind, welches damals einen Glaubenssatz geformt hat, dass Geld hart erarbeitet werden muss. Warum hat es das getan? Na, weil das Kind mit dem damaligen Wissen und Erfahrungsschatz es einfach nicht besser wusste. Und so leben wir in ständigen, komplexen Verkettungen, machen uns fertig für Dinge, die wir eigentlich nicht wollen. Oder willst du dich fertig machen? Willst du dich kritisieren? Willst du so mit dir umgehen? Ich wette dagegen. Aber das ist nur ein Fall von hunderten Limitierungen wie Glaubenssätze, emotionale Blockaden oder eben wie hier der Kommunikation mit dir selbst. Es blockiert dich massiv. Komm gerne mit deinen Themen in unsere Live-Calls, um es aufzulösen. Oder sprich mich einfach an, kontaktiere mich. Weil es ist wichtig, an diesen Dingen zu arbeiten. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn du reich bist. Aber die ganze Zeit mit dir selbst haderst, dass das Geld schnell knapp wird, dann fühlst du dich arm. Wenn du einen guten Körper hast, aber dir selbst die ganze Zeit deine Problemzonen vor Augen hältst, dich schlecht machst und unzufrieden bist, wirst du dich nicht wohlfühlen. Es gibt Menschen da draußen, die sind durch jede Scheiße gegangen. Die wurden schlecht erzogen, waren im Heim, hatten vielleicht keine Eltern, wurden geschlagen, hatten eine schlechte Jugend, ein falsches Umfeld, wurden vielleicht sogar missbraucht. Es gibt Menschen da draußen, die haben die Scheiße nicht nur gesehen, sondern gefressen. Und heute sind sie trotzdem glücklich. Gibt es diese Menschen? Was denkst du? Ja oder nein? Und es gibt Menschen da draußen, die hatten und haben alles. Die beste Erziehung, die besten Eltern, die beste Kindheit, sie konnten eine gute Schule besuchen, sie hatten Geld und alles, was sie sich nur erträumen konnten. Und heute sind sie drogenabhängig. Erklär mir den Unterschied. Okay, der Unterschied liegt niemals an den Dingen oder Umständen in deinem Leben. Es ist der Weg, wie du mit dir kommunizierst. Fühlst du dich heute gut oder schlecht? Hast du heute Fehler gemacht? Warst du heute erfolgreich? Hier geht es nicht mal darum, ob du wirklich Fehler machst oder erfolgreich bist. Es geht darum, wie du mit dir selbst kommunizierst. Welche Fragen stellst du dir selbst? Und glaub mir, was du mit dir selbst besprichst, beziehungsweise wie du es mit dir selbst besprichst, ist das, was du glaubst und infolgedessen auch das, was du fühlst, wie du dich fühlst. Eine traurige Erkenntnis dazu war, als ich mal einige Leute gefragt habe, wann sie das letzte Mal Erfolg hatten. Und viele wirklich lange grübeln mussten und zum Teil Sachen benannten, die Jahre in der Vergangenheit liegen. Morgens eine Aufgabe zu erledigen, ist bereits ein Erfolg. Es ist wichtig, dass wir in jeder Situation etwas Positives sehen, denn wie wir die Ereignisse mit uns selbst besprechen, bestimmt darüber, wie wir fühlen. Nichts im Leben hat eine Bedeutung, außer der Bedeutung, die ich ihm gebe. Was heißt das nun? Angenommen, es passiert was Schlimmes in deinem Leben, zum Beispiel eine schwere Krankheit, wie Krebs. Die einen fragen sich, was bedeutet das? Und ihr Gehirn sagt, heilige Scheiße, das war ein Zeichen, Gott hasst mich und mein Leben wird bald vorbei sein, denn ganz offensichtlich werde ich hier vom Leben bestraft. Aber Lance Armstrong nicht. Bei ihm wurde in den späten 1990er Jahren Hodenkrebs diagnostiziert. Hodenkrebs? Ich meine, der Typ saß die ganze Zeit auf seinen Eiern, hunderte Kilometer, auf einem Sattel. Er unterzog sich also einer aggressiven Behandlung, einschließlich Chemotherapie und einer Operation, um den Krebs zu entfernen.
Glücklicherweise überlebte er die Krankheit. Er erlebte also genau das Gleiche, nur die Bedeutung war anders. Auch wenn ich ihn nicht persönlich kenne, der Mensch tickt nun mal so, dass er sich fragt, was bedeutet das für mich? Und er kam auf eine andere Antwort in etwa, heilige Scheiße, das war ein Zeichen, eine Herausforderung, die ich überkommen muss, um herauszufinden, wer ich wirklich bin und wofür ich bestimmt bin, um etwas wirklich Großes zu schaffen. Nach seiner Genesung kehrte Armstrong in den Radsport zurück und erreichte erstaunliche Erfolge. Er gewann nicht einen, nicht drei, nicht fünf, er gewann 7 aufeinander folgende Tour de France-Titel von 1999 bis 2005 und wurde zu einer der bekanntesten Sportpersönlichkeiten der Welt. Was ist der Unterschied zwischen dem ersten Beispiel und dem zweiten Beispiel mit Lance Armstrong? Die eine Person ist selbstmordgefährdet und bringt sich in eine negative Verfassung. Und die andere, wie zum Beispiel Armstrong, ist voller Ansporn und aufgeregt, etwas aus dieser Herausforderung zu machen. Merke dir, nichts im Leben hat eine Bedeutung, außer der Bedeutung, die ich ihm gebe. Ändere deine Kommunikation und du änderst die Bedeutung, die etwas oder jemand für dich hat bzw. haben kann. Da gibt es keinen anderen Skill, der wichtiger ist zu meistern als deine Kommunikation mit dir selbst. Und es gibt nur wenige Menschen, die ihn wirklich meistern. Aber jeder kann es. Die meisten machen es nur nicht zu ihrer Priorität. Die meisten haben andere Dinge zu erledigen. Dinge, die sie angeblich glücklich machen, checken aber nicht, dass sie zuerst mal ihre Kommunikation mit sich selbst ändern müssen, um wirklich glücklich zu werden. Alle, die etwas erreicht haben oder etwas erreichen wollen, versuchen eine bestimmte Sache. Und ich zähle dich dazu. Du bist auch jemand, der was erreichen möchte, oder? Ja, sonst wärst du nicht hier und würdest mir zuhören, oder? Die meisten von denen, die was erreichen, versuchen ein Geschehen zu kontrollieren und die meisten von denen sind ziemlich gut darin zu kontrollieren, was um sie herum passiert. Doch irgendwie kommen alle an den Punkt, wo sie ein Ereignis nicht kontrollieren können. Zum Beispiel, wenn dein Vater stirbt. Das ist nichts, was du kontrollieren kannst. Du würdest es gerne, ja, aber du kannst es nicht. Und hier ist was, was du immer kontrollieren kannst. Und zwar, was etwas für dich bedeutet. Wenn du die Bedeutung von etwas kontrollierst, besitzt du den Schlüssel zu der Qualität des Lebens, die du erreichen willst. Das heißt, du hast bereits alles, was du brauchst, um all das zu erreichen, was du willst. Es gibt da draußen viele Dinge, die du nicht magst und selbst daraus kannst du für dich eine Bedeutung schaffen. Das ist alles, was es braucht. Am Ende geht es nur darum, wie du mit dir selbst kommunizierst. Whitney Houston. War sie erfolgreich oder nicht? Sängerin, Schauspielerin, TV-Show-Auftritte, Millionen von Fans. War sie erfolgreich oder nicht? Nein, sie ist tot. Sie war drogenabhängig. Sie kann nicht gut mit sich selbst kommuniziert haben. Sie war nicht glücklich und starb somit. Amy Winehouse, erfolgreich oder nicht? Gleiches Spiel, schlecht mit sich selbst kommuniziert, drogenabhängig, tot. Kurt Cobain, Elvis Presley, Marilyn Monroe, die Liste ist lang. Und bei allem Respekt, was auch immer ihre Gründe waren, die Kommunikation mit sich selbst kann nicht gestimmt haben. Sonst wären sie nicht von ihrem erfolgreichen Weg abgekommen. Das ist Fakt. Also lass uns anschauen, wie du die Kommunikation mit dir selbst verbesserst. Und das ist, frag dich bessere Fragen. Fragen von höherer Qualität. Fragen formen unseren ganzen Gedankenprozess. Fakt ist, dass Denken nichts anderes ist, als der Prozess, sich selbst Fragen zu stellen und diese zu beantworten. Das Ding ist nur, wir fragen uns selbst die ganze Zeit unbewusst irgendwelche Fragen. Unbewusst, okay? Wir checken nicht mal, dass wir uns etwas gefragt haben, weil es meist belanglose Fragen sind, die unser Gehirn schon beantwortet, bevor wir die Frage zu Ende gedacht haben. Weil wir intelligent sind, richtig? Wenn einer zu dir kommt und dich fragt, wie kann es sein, dass du so leicht vorankommst, neue Umsatzrekorde aufstellst und so eine Maschine wirst, aber ich nicht? Weil du faul bist und die falschen Sachen umsetzt. Das ist, was dir dein Gehirn sagt, weil es die Antwort kennt, bevor du dich selbst gefragt hast. Weil du faul bist und die falschen Sachen machst. Das ist das, was dir dein Gehirn sagt, weil es die Antwort kennt, bevor du dich selbst gefragt hast. Aber das sagst du natürlich nicht. Vielmehr antwortest du, hey ja, du musst an dir selbst härter arbeiten als am Business. Und dann die richtigen Sachen umsetzen, die Umsatz bringen und das Unternehmen voranbringen. Und er sagt, ja, mache ich auch irgendwie, aber bin oft abgefuckt abends, krieg nicht alles hin und es stagniert seit Monaten. Und dann fragt er dich erneut, wie kann ich mehr von den richtigen Sachen umsetzen, mehr Leichtigkeit reinbringen, ohne ständig Druck und Stress zu spüren. Und in deinem Gehirn geht's so, ratter, ratter, neue Frage, neue Antwort, werde Umsetzer. Glasklar. Also, wenn du bessere Antworten haben willst, brauchst du bessere Fragen. Und die meisten Fragen, die wir stellen, sind so belanglos, dass unser Gehirn die Frage nicht mal mehr mitbekommt. Aber sie nehmen den ganzen Platz unseres Denken ein. Ein Gefangener beispielsweise kann die Kommunikation mit sich selbst meistern, denn er fokussiert sich darauf. Angenommen, er wird 10 Jahre eingebuchtet. Am Anfang denkt er sich noch, jetzt werde ich eine Weile hier drin sein und dann rauskommen und weitermachen.
Vielleicht fragt er sich aber irgendwann bessere Fragen als: Wann geht es in den Hof? Wann muss ich putzen? Wann bekomme ich Essen? Vielleicht fragt er sich irgendwann, hey, wie kann ich die Zeit nutzen? Wie kann ich es für mich nutzen und es sogar genießen? Und umso mehr Tage vergehen, desto mehr Fragen von höherer Qualität stellte er sich. Und da er im Knast eh nichts erlebt, hat er sich jeden Tag einen Tag aus seiner Vergangenheit gepickt und ihn nochmal gelebt. Er hat sich Fragen bis ins kleinste Detail gestellt, um aus seiner Vergangenheit zu lernen. Zudem machte er 100 Sit-Ups, 100 Push-Ups, 100 Squats jeden Tag und kam am Ende mental, emotional, spirituell und fitter aus dem Ding als vorher. Was war der Unterschied? Die Kommunikation mit sich selbst und in erster Instanz mal wieder Ruhe in den Kopf bringen. Nicht alles so hektisch sehen, nicht so schnell denken und am besten gestern alles erledigt haben. Das führt nur zu Stress, Druck und Schmerzen. Die Kommunikation mit dir selbst zu verbessern ist immer ein Fortschritt. Und wie kannst du diese kontrollieren? Erstens, frage bessere Fragen. Wie und was fragen, statt warum fragen. Zweitens, kontrolliere, was etwas für dich bedeutet. Gib Dingen eine Bedeutung und fokussiere dich dann auf die bedeutenden, positiven Dinge. So verbesserst du deine Kommunikation mit dir selbst und im Umkehrschluss kontrollierst du jeden Moment, wie du dich fühlst. Wenn du diese Fähigkeit meisterst, bist du 99,999% der Bevölkerung voraus. Du führst ein wirklich selbstbestimmtes Leben. Ganz unabhängig von deiner Umwelt. Alles, was du dir vorstellen kannst, wird Realität. Du wirst der Meister deiner selbst. Also merke dir, präge dir wirklich folgenden Satz ein. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Hey, und wenn das jetzt mit dir resoniert hat, wenn du gemerkt hast, ja Mann, ich hätte Bock, mich selbst nach vorne zu bringen. Ich merke, da ist mehr in mir. Ich möchte dieses Mehr rausholen. Ich möchte meine PS auf die Straße bringen. Dann lass uns gemeinsam sprechen. Geh auf www.umsetzer.de. Buch dir dein kostenfreies Erstgespräch und dann schauen wir uns deine Situation an. Wir analysieren deine Situation. Wir schauen uns an, was sind denn die blinden Flecken, die du selbst nicht siehst, die dich aber limitieren, die dich zurückhalten, die dich kleiner machen, als du bist. Und ich gebe dir eine Strategie, einen Fahrplan mit, den wir gemeinsam in diesem Gespräch ausarbeiten, mit dem du wirklich vorankommst. Also wenn du dir sicher bist, dass mehr in dir steckt, dann komm zu uns. Danke, dass du das Video geschaut hast. Wir sehen uns im nächsten wieder. Mach's gut. Ciao.